Hallo meine Lieben, ich bin's, euer Sennchen und das ist Sabrina. Und zwar, ich bin davon überzeugt, dass Golf kein Sport ist, aber Sabrina wird mich heute vom Gegenteil überzeugen. Ich habe noch nie Golf gespielt, noch nicht mal Minigolf. Und wir gehen jetzt raus und du bringst mir das bitte bei. Ich gebe mein Bestes. Ja? Ich freue mich. Ich gebe alles. Ihr seid bei My Crazy Life und was gehört dazu? Ganz verrückte Dinge. Heute wird gegolft und ich bin jetzt hier und Sabrina wird mir den Abschlag beibringen und zeigen. Der Unterschied ist ganz einfach. Wir machen immer den gleichen Schwung und wir nehmen für verschiedene Entfernungen verschiedene Schläger. Ganz Banane. So, jetzt damit wir erstmal lernen, wie das überhaupt geht, zeige ich dir jetzt mal den Golfgriff. Dafür nehmen wir noch nicht den zum Anfang, weil der ist ein bisschen schwierig zum Treffen, sondern wir fangen mit einer ganz einfachen Gerät an, mit dem sogenannten Pitching Wedge. Deswegen Pitching Wedge. Zum Griff. Du stellst den Schläger so auf vor dir, dass diese Rillen, die auf dem Schläger sind, genau in die Mitte von deinem Stand zeigen. Also von meinem Wellen? Nicht so. Ach so, so, so. So genau, ganz okay, genau. Okay. Jetzt nimmst du die linke Hand zuerst. Ich habe links und rechts Probleme. Hier ist links. Links, okay. Links. Die nimmst du zuerst und du machst wie so eine Klaue. Ah. Und in diese Klaue legst du den Griff rein. Ah. Okay? Dann drückst du die ganze Hand jetzt über den Griff drüber, sodass er wirklich gut in den Fingern liegt. Jetzt könntest du den so hochnehmen, wie so eine Handtasche. Ja. Ein bisschen Handtaschengefühl, richtig? Ein bisschen anders, aber ich weiß, was okay. du meinst. Jetzt kommt die rechte Hand dazu. Aha. Auch wieder eine Klaue machen. In die Finger legen, den Schläger, und jetzt überdecken den Daumen. Genau, richtig so zusammen, dass alle Finger, siehst du, beieinander sind. Guck mal, so meinst du? Nicht aufeinander, sondern nebeneinander. So. So, genau. Den Daumen von der linken Hand, den lässt du oben drauf liegen. Der soll also nicht so rum, um den Schläger rum. Okay, so. Genau. Jetzt nimmst du die andere Hand, Klaue machen und deckst jetzt zu. Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel die Hand anschaust, dann hast du hier eine Kuhle, wenn du das machst. Mhm. Und in die Kuhle wird der Daumen gedeckt. Aha. Okay? So. Den Griff machst du bei jedem Golfschlag. Okay. Egal, welchen Schläger du nimmst. Okay. Okay, also jetzt kommen wir zur Ansprechhaltung. Du stellst dich schulterbreit hin, Fußspitzen zeigen nach vorne. Genau. Jetzt, bisschen nicht sehr ladylike, Po nach hinten, Oberkörper nach vorne. Jetzt gehen wir ein bisschen in die Knie, dass sie nicht mehr gestreckt sind und lassen die Hände nach unten fallen. That's it. That's it? That's it. Okay, cool. So, das spürst du jetzt wahrscheinlich, außer du bist wahnsinnig durchtrainiert, unten im unteren Rücken ein bisschen. Merkst du da was? Sag nein. Nee, eigentlich nein. Nicht. Ich merke echt nicht. So. Aber es liegt daran, dass ich so durchtrainiert bin. Eben. So, okay. Jetzt, was müssen wir jetzt tun? Schlagen. Jetzt müssen wir schlagen. Endlich. Okay. Golf kann man mit Werfen ein bisschen vergleichen. Wir holen Schwung nach rechts und wir drehen dann erst den Körper Richtung Ziel. Ich zeig dir das mal. Wenn du einen Ball versuchst weit zu werfen, ist es im Endeffekt nichts anderes. Du holst nach hinten Schwung. Du drehst dich ein bisschen vom Ziel weg. Du verlagerst das Gewicht auf den hinteren Fuß. Das heißt der rechte. Ich zeig dir das gleich in Position. Das nächste, was dann passiert von hier, dass du erst den Körper Richtung Ziel drehst, das Gewicht dabei auf den linken Fuß bringst und als letztes mit den Händen wirfst. Wieso wirfst du den Ball mit den Händen? Du hast einen Schläger. Das ist ja nur der Vergleich. Ach so, okay. Okay, jetzt kommen wir zur Golfbewegung. Pass auf, ich mach's dir erstmal vor. Die Golfbewegung fängt mit einer ganz kleinen Bewegung an und wird immer größer. Mhm. Okay? Also, für eine normale klassische Golfbewegung machst du deinen Griff und dann fängst du erstmal mit einer leichten Pendelbewegung an. Nur über den Oberkörper und über die Arme. Die Handgelenke sind hier noch gar nicht aktiv, sondern nur der Oberkörper und die Arme. Okay. Das kannst du mal mitmachen. Also, Po raus, Oberkörper nach vorne, das Ding hier so am Start. So, sieht genau. gut aus. Okay. Und jetzt pendel mal nach rechts und nach links. Nicht mit den Handgelenken, sondern mit dem ganzen Oberkörper mit. Genau. Ah. Ja. Wie so eine alte Pendeluhr, kannst du dir vorstellen? Ja. So eine alte Oma-Tic-Tac-Uhr. Genau. Und du möchtest da, wo du den Schläger in der Mitte hast, immer den Boden berühren. Also versuch mal den Boden zu streifen, genau. Okay, that's a problem. Du musst ihn auch nur beim nach vorne schwingen streifen. Genau. Machst du schon gut.
Das ist die erste kleine Bewegung. Jetzt machen wir diese Bewegung ein bisschen größer. Okay. Weil damit kommen wir noch nicht so weit. Wir wollen ja relativ weit schlagen. Ganz ehrlich, ganz, ganz weit. Ich will da so weit, wie es nur irgendwie geht. Da, wo die 8 ist. Okay, wir machen wieder den Griff, wir machen wieder die Ansprechhaltung. Und wir machen den ersten Teil mal nur nach rechts. Das heißt, wir pendeln nur nach rechts, bis wir hier angekommen sind. Okay, also startest hier und pendelst mit den Armen nach rechts. So, jetzt müssen wir den Schläger ein bisschen laden, sagen wir dazu. Das heißt, wir bringen jetzt den Schlägerkopf nach oben. Und zwar so. Genau. Und zwar, woraus machen wir das? Was nehmen wir zur Hilfe dafür? Unsere Hände. Jetzt kommen die Handgelenke ins Spiel und drehen den Schläger nach oben. Das reicht uns jetzt schon. Jetzt haben wir Schwung geholt. Das tun wir jetzt nach hinten. Jetzt geht's Richtung Ball. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Und dafür machen wir erst drehen Richtung Ziel. Genau, nimm deine Beine dafür her. Dreh dich Richtung Ziel und dann werfen wir mit dem Schläger, indem wir den durchschwingen. Okay. Ich helfe dir nochmal. Okay, ja. Also, geh mal in Position. Perfekt. Jetzt holst du Schwung, knickst die Hände und jetzt gib Gas nach vorne. Genau. Nur, dass der Schläger nach unten durchziehen muss. Oh, Entschuldigung. Okay. Baseball ist die andere Sportart. Okay. Oh, das war also auch eine gute Idee. Baseball, können wir auch ausprobieren. Okay, nochmal. Also. Eins, zwei. Hoch und runter. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Danke. So. Sollen wir es mal mit beide probieren? Aha. Traust du dir schon zu? Okay. Okay. Nicht deinen Kameramann erschießen. Mm-mm. Und wenn? So, soll ich nochmal anzählen? Mhm. Eins, zwei, drei. Yeah! Nein! Woohoo! Oh mein Gott, hast du das gesehen? Wo ist der denn hin? Hast du das gesehen? Hast du das aufgenommen auf Kamera? Hast du das aufgenommen? Und der war, oh mein Gott! Ich bin ein Naturtalent. Aber hallo. Ehrlich? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der den ersten Ball so rausgeballert hat. Das sage ich wirklich. Das ist mein Ernst. Oh mein Gott. Ist das nicht ein geiles Gefühl? Oh, ich mag es langsam. Wirklich. Gott sei Dank. Das ist ein Erfolgserlebnis. Oh mein Gott. Okay. Gleich nochmal. Okay. Ich zähle wieder an. Okay, warte, ich brauche den... Den Griff. Okay. So. Bist du bereit? Mhm. Eins, zwei, drei. Okay. Erfolgreich. Aber ich habe getroffen. Du hast ihn getroffen. Okay. Manche Leute schlagen über den Ball drüber. Der Ball Nein. bewegt sich beim ersten Mal nicht mal. Ja. Deswegen sage ich ja, das war richtig gut. Komm, es geht noch einer. Mindestens. Also, eins, zwei, go. Und hit. Yeah! Gib ihm! What? Ey, ich bin so gut. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Oh mein Gott! Yeah! So, noch ein. Uh-huh. Jetzt sind wir noch gerade warm. Ja. Huh? Yeah. Und? Ist es immer noch langweilig, oder? Nein, ist voll cool. So. Voll geil. Auf geht's. Okay. Du sagst, wenn du bereit bist. Okay, ich bin bereit. Eins, zwei und go! Yeah! Woohoo! Gerade und weit, ich bin begeistert. Think big. Ich sag euch, think big. Glaubt an eure Träume. Okay. Ready? Aha. Okay, ready, steady and go! Yeah! Okay, es war die 3. Ja, aber du hast so hart geschossen, dass du das Tee gekillt hast. Nein! Akrosenner. Akrosenner. Aber hallo. Hat es auch schon jemand geschafft, das Ding kaputt zu machen? Weil eigentlich also die meisten Typ. Hauen denen den Kopf weg. Ich mache halt du das spaltest es halt gleich mal, ja? Ja, weil ich auch polarisiere. Ich spalte so die Nation. Die einen mögen mich, die anderen mögen mich nicht. Jetzt probieren wir mal die Nummer. Was ist deine Glückszahl zwischen 1 und 10? Zwischen 1 und 10 wäre es die 7. Dann probieren wir die 7. Mal gucken. Also, das ist jetzt die 7. Die müsste jetzt generell weiterfliegen als das P. Warum? Okay. Weil es ein bisschen weniger Neigungswinkel hat und damit mehr nach vorne geht. Okay. Okay, du bist bereit? Mhm. Ready, steady und go. Hit. Yes, good. Sehr gut.
Hey, entschuldige mal, das kann nicht wahr sein, dass ich so viel Talent habe. Da stimmt was nicht. Irgendwas ist zu einfach. Irgendwas ist gefaked. Das stimmt was nicht. Nein, wir faken hier gar nichts. Nein? Das ist real life. Real life. Probier es nochmal. Ganz ehrlich, ich mache auch mit Augen zu sogar. Ganz ehrlich. Okay. 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 Ready? Mhm. Okay. Eins, zwei und hit. Oh. Okay, das war klar. Aha. Das war nur ein Test. Ready, steady, go. Yeah! So, und jetzt bin ich bereit für das richtige Spiel. Oh, es hört jetzt auf mit Kindergarten. Komm, Sabrina, wir machen sie alle fertig. Let's go. Fahren wir mit dem Auto? Können wir. Oh, oh mein Gott.